Oh Junge, da sind wir wieder da. Hallo, hallo. Letzte Woche ist ausgefallen, aber das ist nicht weiter schlimm, weil wir diese Woche ja wieder dabei sind. Ja, die Welt, nur die. Sieht schon geil aus, ne? Wir haben so lange jetzt gespielt und so viel doch schon auch, naja, viel schon ein bisschen was gemacht, ne? Hier, da, hier unten das Ding und das Haus und hier die Felder und den Wald und da hinten den Turm und das Haus hier und. Nanu? Wo kommen die 100 her? Komisch. Vorhin war es auch noch nicht da, da bin ich mir sicher. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Also, was machen wir denn heute mal Schönes? Guck mal hier, wir haben hier oben noch den Balkon, den wir fertig bauen können, weil jetzt haben wir so lange da hinten an den Sachen gebaut, und dann können wir auch mal wieder hier ein bisschen was machen, würde ich sagen. Komisch, da die. Ah, guck mal hier, das Loch ist immer noch da, aber hier die 100. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Gut, 1 Million Jahre Mindtest und ich bin immer noch mit dabei. Das sieht doch ganz gut aus. Guck mal, hier wächst auch langsam vor sich hin. So, dann schauen wir nämlich mal, ob wir noch so ein bisschen gebackenen Lehm haben. Guck mal, hier Ton. Ah, guck mal, wir haben sogar noch ein bisschen was. Ich glaube nicht, dass wir da Beton von irgendwie herbekommen, aber wir haben ja hier noch was wir brennen können. Beziehungsweise müssen wir da erstmal die Blöcke draus machen und die feuern wir dann in den Ofen rein. Und dann gucken wir mal, dass wir dann ein bisschen mehr von dem gebackenen, gebrannten Ton bekommen. Übersetzung war noch nicht am Start, aber hey, ich sollte vielleicht auch noch Kohle reintun. Moment. Bergbau? Nein. Zeugs! Haben wir in der Zeugskiste noch Kohle? Ah, guck mal, hier, da haben wir auf jeden Fall noch Ton. Den Ton, den können wir eigentlich mal, wo wir eh gerade dabei sind, auch mal in die Tonkiste tun. Dann gibt die vielleicht auch mal einen Ton von sich. Badum. So. Wir tun das mal hier unten irgendwie in die Ecke wieder rein. So, dass es das alles schön ordentlich ist hier. So. So, 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 so. Ja, den haben wir, das haben wir jetzt. Eher Kohle, ne? Kohle, 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 Kohle. Also, wir machen das mal ganz einfach. Wir haben so viel davon dabei, dass wir einfach mal ein bisschen Holzkohle machen. Übrigens, Stahlhalm ist wieder dabei und er hat ein Upgrade bekommen. Er hat jetzt vorne so einen Silikon-Nupsi dran, aus dem man dann trinken kann. Und der ist so ein bisschen elastisch, nur dass man sich da nicht irgendwie die Zähnchen an dem Stahl verletzt. Und natürlich ein guter energiehaltiger Erfrischungssaft. Klöter, Klöter, Klöter. Ah. Da kommt Freude auf. So, ich glaube, da haben wir genug von. Wir machen hier nochmal hier. Komm, die drei, die lassen wir jetzt noch eben wegbrennen. Haben wir, glaube ich, genug Holzkohle für. Ach komm, wir haben genug Holzkohle, was soll der Quatsch? Wir haben auf jeden Fall genug Kohle, das heißt, wir kommen jetzt hier das Don da rein und dann kommen wir so und dann kann man nämlich mal gucken. 1000 Jahre mein Test. Die Zeit vergeht wie im Flug. So. Dann machen wir nämlich hier an unserer guten Säge. Wir brauchen nämlich popämlich. Ich überlege gerade, ob wir das aus die Umrandung aus diesen hier machen. Das heißt, wir brauchen hiervon zwei, wir brauchen hiervon dann ein paar. Und wir brauchen Slabs. Die Slabs, die mache ich lieber einmal so. Kann man nämlich mal gucken. Dann legen wir die dann da nämlich hin und dann kann man da nämlich schöne Umrandungen drumherum ziehen. So, weißt du Bescheid. Oh, machen wir den. Wir machen den komplett oben drüber, den Balkon, ne? Dann brauchen wir vielleicht doch noch ein paar Slabs mehr. Ich hab das doch. Och, diese beknackte Motte, ne? Also irgendwann fliegt die raus. Ich hab da auch keinen Nerv mehr für. Das ist so ätzend, ey.
Mann, wie ich das hasse. Es dreht sich einfach schief. Was soll denn der Bull? Wir wollen uns nicht aufregen. Wir haben unseren Replacer und wir benutzen einfach den Replacer. So, guck mal hier. Ach, schade, hat nicht gereicht. Da müssen wir noch mal welche machen. Ganz ehrlich, was soll das? Wenn ich die nicht so intensiv nutzen würde, die Mod, dann wäre die längst rausgeflogen. Du hältst die Fresse hier. Verpiss dich. So. Slap ist halt die Frage, ist das jetzt ein normaler Slap oder ist das ein beknackter, angepasster Slap? Oh, komm, wir haben hier hinten Holz. Holz. Wir haben hier hinten gebrannten Lehm, wir nehmen einfach den hier. Ach, der muss ja noch gefärbt werden. Wir brauchen weiße Farbe. Weiße Farbe kriegen wir von weißen Blumen? Wahrscheinlich, ne? Und nur noch weiße Blumen finden. Oder? Weiße Farbe. White, white. Guck mal hier, white aus weißen Blumen. Okay. Wo finden wir denn weiße Blumen? Wir gehen mal da hinten hin und gucken mal, ob wir da vielleicht eventuell irgendwo weiße Blumen finden. Guck mal, das ist alles nämlich alles rote Blumen hier. Hüpfidi, 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 hüpf. Alles rot, alles rot, alles rot. Aber es wird zumindest wieder Tag, das heißt, wir müssten gleich auch ein bisschen dann besser die Blumen sehen können. Und dann zupfen wir uns mal zwei, drei davon ab. Oder vier zupfen wir uns ab und dann pflanzen wir die hinten in die Pflanzkübel ein. Und dann kriegen wir dann ein paar weiße Blumen dann da draus. Das ist auch ganz gut. So, guck mal hier. Das ist hier, das ist da, das ist da. Da ist keine weißen, da sind keine weißen Blumen, da sind keine weißen Blumen, da sind noch irgendwelche anderen Blumen. Und hier sind lilane Blumen. Wir gehen mal da hinten zu dem Wald und dann gucken wir mal, ob denn da eventuell irgendwo weiße Blumen sind. Boing, 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 boing. Oder hier auf dieser Freifläche da hinten da vielleicht. Ach, guck mal, da schimmert da schon irgendwas. Da hinten da, das, nee, das ist auch keine weiße Blume, das ist irgendwas anderes. Nee, das ist auch alles Gras. Hier sind auf jeden Fall blaue Blumen, aber blaue Blumen brauchen wir nicht mehr. Weiße Blumen? Irgendwo? Guck mal, da hinten da schimmert irgendwas weiß, ne? Sind das Blumen, weiße Blumen? Wir gucken mal. Das ist auch was, aber ich glaube, das sind keine weißen Blumen, ne? Das ist irgendwas anderes. Ein Dungeon ist denn da? Ach, guck mal, wenn wir Fackeln hätten, dann könnten wir mal reingehen und mal gucken, ob da vielleicht Loot drin ist. Ah, was soll's. So. Das sind ja keine weißen Blumen, das ist irgendwas anderes. Zwiebeln! Haben wir eigentlich schon Zwiebeln angepflanzt? Ach, guck mal, hier waren wir schon mal. Das ist ja gut. Dann waren wir auch bestimmt in diesem Dungeon schon mal drin. Das ist aber groß, ne? Guck mal, aber es ist kein. Ah, wer weiß, ob da Loot drin ist. Ich glaube ja nicht, weil das ein Dungeon, der ist generiert worden, als in den Dungeons noch kein Loot war oder sowas. Irgendwie so. Quatsch, so hier. Ich will doch nur weiße Blumen, mehr will ich doch gar nicht. Auch mal da hinten, aber guck mal, da hinten kommt Schnee, das heißt, wir müssen hier so in die Richtung laufen. Sieht aber, was weiße Blumen angeht, nicht so gut aus, ne? Mal lila Blumen, blaue Blumen. Eine Miezekatze. Hallo Miezekatze. Ja, läuft gut, super. Wir laufen mal vielleicht in die andere Richtung sonst. Mal gucken, ob wir hier irgendwo
Hier irgendwo kommt man aber auch nicht rüber da hinten. Ne? Guck mal, hinschwimmen. Oh, guck mal, hier unser Boot haben wir. Ich glaube, wir fahren mal mit unserem Boot ein bisschen rum. Hallo? Boot? 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 Hallo? Boot? Boot? Bitte, würdest du... Würdest du... Boot? Ah, geht doch. Verrückte Welt. So, dann fahren wir nämlich mal nach da hinten und dann gucken wir nämlich mal, ob hier vielleicht irgendwo... Alles rote Blumen hier. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. ja. So, wir fahren mal hier grob in die Richtung und dann gucken wir nämlich mal, ob wir irgendwo ankommen, wo es einen Blumen gibt. Ah, frisch und gesund. Ein bisschen süß. Ach. Ja, hier ist alles irgendwie Wüste, ne? Hier wird es wahrscheinlich keine Blumen geben. Da hinten vielleicht. Ja, gucken mal, da wächst auf jeden Fall ein Kürbis. Das heißt, da können wir mal schauen, ob da vielleicht irgendwas... Irgendwas Interessantes ist. Oh, ich kann mich noch daran erinnern, wenn man mit dem Boot gefahren ist früher, dass ich das in die Richtung gedreht habe, in die man geguckt hat. Total dämlich. Jetzt ist es halt irgendwie die Lenkrichtung. Wenn ich jetzt lenke, dann lenkt das, aber die Blickrichtung verändert sich nicht mehr. Das ist ganz gut, dass das nicht mehr miteinander verknüpft ist. Absoluter Schwachsinn. So, das sind aber auch keine weißen Blumen, ne? Oder? Doch, oh, guck mal, da sind weiße Blumen, da sind weiße Blumen. Da fahren wir da hin und dann holen wir uns da einfach ein paar weiße Blumen ab. Und dann können wir uns freuen. Und dann gibt's dann endlich auch weißen gebackenen Ton. So, komm mal mit, Boot. Oh, weiße Blumen. Da, hey, hallo, weiße Blume. Noch eine weiße Blume und da sind noch mehr weiße Blumen. Weiße Blumen. Nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Guck mal, hier eine orangene Blume können wir auch mitnehmen, oder? Wo wir eh gerade schon mal hier sind. So. Eine brauchen wir noch. So, jetzt haben wir vier von denen hier. Dann haben wir fünf sogar von denen hier. Das heißt, wir können eine wieder einpflanzen, ne? So. Zack. Und dann haben wir nämlich hier. Und dann haben wir. Dann haben wir noch nicht. So. Guck mal, man kann nämlich hier dann weißen Farbstoff draus machen. Wir wollen aber Samen haben, damit wir die dann züchten können. Ja, das heißt, einmal 8 weiße Blumensamen und einmal 8 orangene Blumensamen. So. Und rote Blumen haben wir, glaube ich, genug. Und die anderen Blumen, wenn wir sie dann irgendwann mal brauchen, brauchen wir sie dann. So, das heißt, zack, nach Hause. Einmal rüber zu unseren Pflanzkübeln. Da laufe ich jetzt mal eben hin. Boah, 1 Million Jahre mein Test. Herzlichen Glückwunsch. So. Schön gleich unseren Wald hier durch mal. Muss auch irgendwann weiterbauen, ne? Oh, was ist hier denn passiert? So, schon ist es gefixt. Ah, da. Und hier noch, so. So. Gut, dann... einmal Wasser habe ich dabei, genau. Upsala. Alter, unser Boot mitgenommen, so also ein Quatsch aber auch. Oh, hier nachher wieder wegstellen. So, guck mal hier, blaue Blumen und hier ist... Orange und weißer Löwenzahn. Zack. Wasser ist auch noch drin, das heißt, da kommt dann gleich eine Blume raus. Zack. Nummer 1. Und da kann man dann nämlich schön weiße Farbe draus machen. Dann haben wir mal hier und dann... Muss das umrandet werden? Warten wir kurz ab.
Können wir Setzlinge mal. Was? Na komm, Wachs, 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 mein Freund, Wachs schon. Komm, Wachs in den Himmel. Hä? Genau. Neues Huhn. Hallo, neues Huhn. Dich habe ich ja noch gar nicht gesehen. Lauf, lauf, lauf. So. So, und dann gucken wir mal, war das dann Umrandung oder was war das? Nein? War das vielleicht andersrum Umrandung? Ah, guck mal. So. Sogar relativ großzügig, ne? Also, es gibt tatsächlich relativ viel Ergebnis dafür. Das ist schön, das freut mich. So. Und 16 und dann haben wir 24 und ich glaube, das reicht tatsächlich auch. Sollte reichen. Ah, jetzt habe ich die Setzlinge mitgeschleppt. Na gut. Gehen wir eben unser Boot wieder hinstellen da unten. So und so. Und nee, steht scheiße. So. So ist doch schön. Allerliebst. Da steht das genau richtig. Dann kann man nämlich hier diesen komischen Aufstieg wieder hinauf. Und dann kann man mal hier durchgehen. Da, was hatten wir alles für Ideen gehabt, ne? Verrückte Welt. Und hier fehlen auch noch Treppen. Und all das in 10.000 Jahren mein Test. Das ist doch gut. So. Dann waren wir dabei mit Slabs oben den Balkon zu bauen. Gucken wir mal, wie groß der dann tatsächlich werden soll. Ja, ein kleiner vielleicht gar nicht so blöd, ne? Ich glaube, wir machen den einfach ein kleiner. So. Gucken wir mal. 110 Kohl Dust. Für jedes, ja, mein Test, 11 Kohl Dust. Oder was? ja. So. Wird mit dem Eingang hier oder mit dem Ausgang in dem Sinne ja dann eher so ein bisschen schmal. Mal gucken, wie wir hier die Säcken irgendwie sauber hinbekommen. Da müssen wir wahrscheinlich dann ganze Blöcke setzen. Gucken wir mal. Da und da kommen ganze Blöcke hin. Und dann kommt von außen, ich glaube von außen ist sogar besser. Guck mal, hier könnte man natürlich auch irgendwie ganze Blöcke hinmachen, dass man hier so eine Ablage hat für irgendwas. Dass man dann hier das Dings nicht sieht. Wir lassen es erstmal so. Und dann gucken wir mal. Oh, bei der Gelegenheit vielleicht mal schnell eine Zwiebel einpflanzen und dann gleich mal gucken, dass wir ein bisschen was essen. Haben wir schon Zwiebeln? Ne, das sind Kartoffeln. Das ist das. Das ist Korn. Das ist Rhabarber. Das sind Tomatoes. Guck mal, wir haben noch gar keine Zwiebeln. Na, sowas Blödes. Dann haben wir jetzt Zwiebeln, ne? Zack, zack. So, gut. Dann haben wir zumindest jetzt schon mal das Feld ein bisschen... 1000 Jahre mein Test. Ja. Dann haben wir das Feld und dann haben wir... Oben. Wir haben die Speisenkiste, die haben wir hier oben. Aber da sind keine Speisen mehr drin. Hier können wir Tomate essen. Oh, Tomate essen. Nom, 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 nom.
Und Apfel können wir auch essen. Komm hier, was soll der Geiz? Ham. So. Haben wir Apfel gegessen, haben wir Tomate gegessen. Dann haben wir, ach ja, wir müssen draußen. Hier nochmal schauen, dass wir uns hier mal gucken. So, was haben wir? Wir haben auch diese flachen. Ah, der ist jetzt einen halben hoch. Das wäre dann einen ganzen hoch. Wir nehmen mal die. Das heißt, wir brauchen da zwei von. Da brauchen wir zwei von. Und von den flachen, dünnen Dingern hier, da müssen wir mal gucken, wie viel wir dann da gleich brauchen. Ich gucke erstmal, ob das aussieht. So. Gucken wir mal, ob das aussieht. So. Nein, nein, nein. Ah, so. Gut, so und dann auf der anderen Seite. Nein, nein, nein. So. Ich glaube, das geht von der Höhe her, ne? Ich glaube, das passt so. Machen wir das nämlich schön zu. Oder wir machen so ein Holz... Holzumrandung. Statt alles eben, ne? Dass wir die Unterseite so lassen, wie sie ist. Da kann man vielleicht noch irgendwie hier an den zweiten jeweils irgendwie Treppen oder an den äußeren Treppen oder sowas. Oder diese... Oh ja, die Treppen mit der Ecke dran, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Wie ging die? Die ging nur irgendwie auch so, ne? Ging die so? Nein. 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 So? Nein. So? Ja, aber nicht. Aber ja, aber nein, aber so. Komm, wir machen einfach mal. Und dann machen wir nämlich hier, und dann machen wir nämlich hier, und dann machen wir hier, und dann machen wir hier, und dann machen wir ein Slab. Die brauche ich. Ja, genau, die wollte ich haben. Nein, hallo? Na? Na? Nein? Na, so. Zack, zack. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Haben wir eigentlich Baustellenerde dabei? Nein, wir haben keine Baustellenerde dabei. Schade. Schade, schade, schade. Dann machen wir das per Hand. La, 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 la. So, und dann... diese und dann nach außen, genau. Diese und dann nach außen. Nein? Nein? Ja? Wahrscheinlich? Ich glaube ja. Nein? Nein? Innen, außen. So, dann hat man nämlich so ein bisschen hier so eine Stützung. Oh, man könnte natürlich hier mit so einem einzelnen... Ne, ich glaube, diese einzelnen, das geht nicht. Ich glaube, die, wie platzieren die sich? Doch, das geht. Das geht. Da muss man doch mal Baustellenerde holen, oder? Dann können wir die nämlich einen runterziehen noch und dann ist das so ein bisschen verankert. Keine Ahnung, ob man so einen Balkon verankert, aber... Das ist ein Computerspiel. Ich tue, was ich möchte. Baustellenerde. Die gute Baustellenerde. Und dann kommen wir nämlich hier, dann kommen wir hier, dann kommen wir die, dann kommen wir hier. Gucken wir mal. So. So. Hier. Hier. Dü-dü-dü-dü-düm. Dann. Ah, ich glaube, so kann man arbeiten. So, dann kommt nämlich hier einer hin. Und dann kommt nämlich hier einer hin. Na, und der muss gedreht werden. Ja gut, okay. Nein, 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 nein. Erstmal...
deliziös hier Marke zu halten. Gönn dir, Junge. Gut, dann. Genau. Ja. Hunderttausend Jahre, mein Test. Herzlichen Glückwunsch. So. Irons immer noch nicht übersetzt. Aber hey, komm, wer bin ich denn? So. Komm, mal gucken, dass wir den nächsten Schraubendreher auch noch verschleißen. Vielleicht haben wir das bis dahin dann ja auf jeden Fall schon mal richtig gedreht. Und ich gehe jetzt hier nach oben. Und spring einfach auf unsere Baustellenerde drauf. So. So, nein, 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 ja. Auch schön wäre natürlich, wenn es diese, ich wollte gerade drauf zeigen, aber wenn es diese Dinger hier von hier nach hier unten mit so einer Schrägen geben würde. Das war hier so, so gerade und dann ist es so abgeschrägt nach unten. Aber gut, so hält das natürlich auch. Also der ist jetzt auf jeden Fall hier astrein professionell befestigt. Genau so, wie sich das gehört. So macht man das. So, ich als alter Balkonbauer weiß das natürlich. Das geht auf jeden Fall so. Und ich glaube, wir machen hier oben doch Holz hin. Ich glaube, das sieht geiler aus. Alter Profi. Oh, oder wir können diese... Oh, wir können... Wir machen das mit Zaun. Wir haben doch jetzt zu wenig davon. Das heißt, wir müssen hier mal ein paar Stöcker machen. Wir haben doch jetzt hier... Nehmen wir mal einen Zaunturm mit. Nehmen wir mal einen normalen Zaun. Genau, Apfelholzzaun. Aber wir haben doch Apfelholzzaun im Keller. Ich habe schon wieder schreien gehört. Aber wir haben es auch im Keller. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir uns da so ein bisschen Zaun mitnehmen. Und dann machen wir nämlich außen an die Ecken... hier. Außen an die Ecken jeweils einen hiervon. Und dann machen wir dazwischen, da machen wir dann den, diese Holzstreben-Zaun-Dinger. Wie gingen denn die noch? Gingen die so? Nein. Gingen die so? Nein, das ist ein Zauntor, du Idiot. Waren die so eins hoch nur? Nein. Die waren noch so? Nein. Nein. Fans, diese hier meine ich. Ach, die ging so. Okay. Zack, 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 zack. 16 Stück reicht auf jeden Fall. Gut. Dann. So. Dann können wir nämlich mal schauen. Und schauen nach dem Zaun. Der. Idee war geil, aber das wird nicht funktionieren, weil der Zaun ja in der Mitte steht. So ein Scheiß. Der steht ja nicht hier am Rand. Der steht ja hier. Ach, die Idee war gut. Aber da hört es dann auch schon auf. Ich sollte vielleicht öfter spielen als einmal im Monat. Dann würde ich mir sowas vielleicht merken können. Gut, dann machen wir das hier mit den Dingern hier statt den Dingern. So, weg, weg. Und dann machen wir das dann einfach... hier mit und dann kommt das raus und das kommt rein und dann machen wir nämlich zwei hiervon und dann machen wir nämlich ein, ach, machen wir gleich, machen wir dann ein paar von den anderen Dingern und dann ist das gut. Aber dass es außen so ein bisschen Kontrast gibt, das ist nicht alles einfach nur dieser weiße Kalkstein, würde ich sagen, dieser weiße gebrannte Lehm ist. So, so. Nein, nein, nein. Ja. Nein, nein, nein. Ja, guck mal hier. Und dann machen wir die Tür nach außen, dass es nicht so ganz schlimm aussieht hier. Dann brauchen wir eins, zwei, drei, drei. Na gut, dann machen wir drei davon. Hier einmal erweitern, dass man da immer noch nicht Enter drücken kann. Dann machen wir hiervon und dann haben wir nämlich gleich schön unseren Balkon. Den guten herrschaftlichen Herrenhausbalkon. Da. Nein. Ja. Und der ist sogar richtig. Und jetzt kann man den hier dran setzen. Ja.
Ja, der Balkon. Ja, hübsch ist dann wahrscheinlich anders, aber dann kann man von außen zumindest mal gucken. Ah, ja. Das ist halt, ja. Könnte natürlich jetzt hier diese äußeren hier. Und, ne, die inneren nicht, die inneren, das sind ja diese hier. Aber diese äußeren, da kann man jetzt auch noch diese Eckentreppen-Dinger dran machen. Ja. Jene hier. So, Baustellenerde brauchen wir. Dahin. Und dann hauen wir nämlich das hier weg. So, pass mal auf hier, zack. Weg, und dann hauen wir das hier weg. Und dann hauen wir das hier dran und dann müssen wir wieder Schraubendreher-Action 100 Mal machen und dann gucken wir mal. Dann hat man hier nämlich so eine Ecke runter und das ist tatsächlich irgendwie noch geiler. Ich hab doch die Mod mal angepasst, dass der hier den Scheiß vernünftig dreht, oder? So. Und hier geht halt nicht, weil es halt keine... Doch! Junge, jetzt geht's los, pass mal auf. Natürlich gibt es diese Treppen. Und zwar... Zack. Und, so war das, ne? So war das. Oh, nämlich zwei davon. Wollte gerade sagen, gibt's nicht, aber klar gibt's die. Es ist ja einfach nur eine gedrehte Treppe. Leck mich am Arsch, Alter. So. Wie diese Selection-Boxen da sind, ist ja völlig egal. Aber dann hat man nämlich hier wunderbar... Eine Milliarde Jahre mein Test. Herzlichen Glückwunsch. Dann hat man hier nämlich wunderbar diese Dreiecke nach unten einfach. Oh, Junge. Oh, Junge, der Balkon ist schön. Ja. Ja, man kann den, glaube ich, so anbieten und hier oben dann diese Holzverkleidung. Schöner wäre natürlich tatsächlich, wenn man hier, da wo jetzt das Fadenkreuz ist oder das Fadenquadrat ist, da und dann halt eben um die Ecke rum, hier eine Holzsäule und dann hier eben eine entsprechende, oder vielleicht eins tiefer, eine entsprechende Holzverstrebung einmal drumrum. Dann wäre der ein bisschen offener, aber... das Material gibt es nicht. Es gibt dann irgendwie noch diese anderen Holzdinger, da kann man ja eben gucken, aber ich glaube, da kriegen wir keine Umrandung vernünftig hin. Ja, ich glaube, irgendeins von den Dingern steht am Rand, aber du kriegst ja nichts daneben irgendwie an. Das heißt, also du müsstest dann einmal außen rum gehen. Ne? Du kannst natürlich diese Dinger hier dann nehmen und dann eben einmal außen um den Balkon rum und dann hat man eben... Wir können ja mal einen davon machen. Mal gucken, wie der positioniert wird. Weil, wie gesagt, ich glaube, einer von denen ging nämlich... Guck mal hier, der geht nämlich an den Rand. Ah, vielleicht. Und dann eben von den anderen, die gehen halt außen rum. Ja, das ist halt... Da, vielleicht machen wir das doch mal. Wir probieren das mal. Also wir bauen das zumindest mal. Aber dann müssen wir hier, glaube ich, die großen nehmen und nicht die kleinen, oder? Das ist doch jetzt ein kleinerer. Genau, da fehlt nämlich nur einer. 15, 14, 15 und 16 haben wir nicht, ne? Genau, das sind diese Panel-Dinger, die kann man doch auch entsprechend drehen, oder? Guck mal hier, wir können ja diese hier. Ich glaube, wir kriegen das doch noch hin. Genau, guck mal, die sind nämlich so. Und außenrum machen wir dann nämlich bei diese hier. Diese komischen Planken. Sag mal, hallo? Geht's noch? So. Dann machen wir die nämlich so außenrum. Ich weiß halt nicht, ob das tatsächlich besser aussieht. Also... Immer du bist jetzt hier gerade mal so ein bisschen... Ja, komm, hau ab. Ich weiß nicht, ob das wirklich besser aussieht mit der Umrandung.
Also das wäre halt eben hier die Umrandung, da wäre halt hier eben eine Lücke, dass man runtergucken kann. Und an den Ecken wäre halt eben diese entsprechende, ja, diese entsprechende Säule. Oh, ich weiß nicht, ob das wirklich gut aussehen würde. Es wird vor allem hier hinten Schwierigkeiten machen, weil hier wird das dann entsprechend überstehen und würde nicht bis ganz an die Wand gehen. Ne, ja, wir lassen das so. Wir lassen das so. Hier, komm. Lecker, lecker, lecker. Wir lassen das so. Idee war gut, aber nein. So, jetzt müssen wir hier eben ganz kurz mal so ein bisschen Müll entsorgen. Komm, wir machen uns hier mal ein Müllloch. Da war schon mal eins irgendwann. Und dann schmeißen wir weg. Wir schmeißen ja, komm, weg damit. Wir kommen das hier weg, die hier weg, das Ding hier weg, den Zaun, da haben wir eh genug von. Den Kram hier kommt auch weg. Oh, fast reingefallen. Das kommt weg, das kommt hin, das kommt weg, dann kommt der Deckel drauf und dann kann man nämlich mal eben gucken, dass wir hier aus dem Material wieder ganze Blöcke machen. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. So. So. Dann haben wir wieder die größten Blöcke, die wir kriegen können. Und dann gucken wir mal, was ist hier los. Nichts, gut. Komm, wir machen einfach mal hier. Holz ist ja nun ein Material, was nicht mehr irgendwie für uns in irgendeiner Art und Weise kritisch zu bekommen ist. Erde weg. Das weg. Das weg. Steinzeug, Junge, Steinzeug. Kommt auch alles hier wieder rein. Ach komm, komm, scheißegal, alles rein. So, so, so. Kann man auch nochmal irgendwann mal sortieren. Möbel und Objekte. Guck mal, hier sind nämlich auch Treppen drin. Das ist, ist halt so. Ja, so, dann, weiß und dann das Ding hier und dann kann man eigentlich immer die Stein-Dinger in das Ding hier reintun und dann kommen wir nämlich Werkzeuge und sonstiges. Guck mal, hier kann man unsere Schraubendrehersammlung vervollständigen, das ist auch schön. Unsere Hammersammlung können wir auch vervollständigen, sehr gut. Dann haben wir das, dann haben wir hier nämlich hier und dann haben wir nämlich hier eben ganz kurz mal eine Schaufel wieder heile machen und dann auch mal hier das dann dahin und das dann dahin, dahin, dahin. Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Kommt dann auch erstmal in die Werkzeugkiste und dann haben wir nämlich hier nur irgendwo Holzzeug und dann kann man eigentlich hier das mal dazu tun. Guck mal, hier sind auch noch Treppen. Also Treppen sind sowohl Holzzeug als auch Möbel und hast du nicht gesehen. wir tun das mal hier nach oben. Irgendwie Treppen hier oben hin. Das müsste dann ja hier hin und... Ne, hier hin. Weil je nachdem, was das für Material ist, halt entsprechend. So, jetzt haben wir jetzt Ökokram. Da kommt das Ding rein und da kommt das Ding rein. Und dann kann man nämlich hier mal ein 100er rausnehmen, statt eben so. Und dann nehmen wir einen zweiten 100er auch noch raus und dann nehmen wir den auch noch raus. Überlege ich gerade mal. Apfelbaum, 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 genau. Und dann forsten wir mal ein bisschen den Wald auf. Das muss ja auch mal wieder sein. So. Ja. 10 Millionen Jahre Mine-Test. Herzlichen Glückwunsch. Ups. Genau, hier ist die Baumgrenze irgendwie. Also so halbwegs. Hier natürlich nicht mehr. Ja, der Wald kommt langsam immer näher, ne? Der breitet sich aus. Kann man nämlich hier auch noch ein bisschen aufforsten. Wir können ja dann die Bäume, die uns dann wirklich allzu sehr stören, die können wir dann natürlich wieder entfernen. Das ist dann ja immer alles kein Problem. Ach ne, hier ist Weg durch.
Hier vielleicht noch einen hin. Hier ist eine Lichtung, das darf nicht sein. Na, gucken wir mal. So, 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 ab in den dunklen Wald. Ach, guck mal, hier ist er nicht gewachsen, der wächst auch nicht mehr. Der wächst auch nicht mehr. Der wächst auch nicht mehr. Hier wächst vielleicht noch einer. Der wächst nicht mehr, aber hier vielleicht. Hier. Hier, hier, wir bauen... Ne, hier nicht. Wir bauen erstmal alles ein bisschen mit Setzling zu und dann gucken wir nämlich mal, was dann davon tatsächlich auch wächst. Und, dass wir hier einen schönen dichten Wald bekommen, das war ja der ursprüngliche Plan auch, dass das hier alles so ein bisschen dicht bewaldet ist und da wollen wir es mal nicht so eng sehen mit den Setzlingen. Wir haben ja genug, also wie gesagt, Holz ist ja nun, oder Bäume sind ja nun nichts mehr, was in irgendeiner Art und Weise kritisch ist. Was ist denn hier gerade? Ein Setzling ist abgesprungen, na gut. So. So, 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 so. Oh, jetzt wird aber sehr eng dann hier, ne? Guck mal, hier wäre auch eine weiße Blume gewesen, sehr gut. So, ist doch hier so langsam der Wald. Jetzt müssen wir mal ein bisschen vorankommen hier mit dem Wald. Muss ja irgendwann auch fertig werden, das Ganze. So. Und dann haben wir die ersten 100 schon mal verbraten. Das ist auch schon mal ganz gut. Mal gut, dass wir dann doch ein paar mehr mitgenommen haben. So, gucken, wie weit wir tatsächlich dann hier gehen, ne? Lalalalala. Hier ist noch eine weiße Blume. Wir hätten gar nicht so weit laufen. Upsala, wir hätten gar nicht so weit laufen müssen. Ich glaube, wir gehen erstmal bis hier mit dem Wald. Und dann gucken wir nämlich mal danach. Na, hier ist eben freie Fläche. Also hier ist ja auch die Baumgrenze so ein bisschen irgendwie. Wir sind doch da hinten. Na, guck mal, da hinten sind wir. Da hinten sind wir auch unter noch eine Ebene untergegangen. Dann machen wir das hier auch. Dann gehen wir hier auch noch die Ebene runter und dann sollte das ja vielleicht sogar irgendwie in irgendeiner Art und Weise passen, so langsam, ne? Irgendwas ist gerade dunkler geworden hier. Nicht, dass wir das Spiel jetzt überfordern, indem man hier irgendwie hunderte von Bäumen auf einmal wachsen lassen muss. Das wäre ja was. So, also hier ist Baumgrenze, okay. So. Ist halt kein Mischwald, sondern es ist halt ein reiner Apfelbaumwald. Von daher. So, und die letzten 69. Oh, 69, nice. Nice, Junge, nice. Die letzten Bäume. Ja, also es wird ein Großteil davon einfach gar nicht wachsen, aber dann haben wir zumindest die, die gewachsen sind, sind dann zu. Hier müssen wir gucken, hier können wir vielleicht auch irgendwie dann nochmal das Ganze ein bisschen verlängern. Dass wir hier so ein bisschen einmal rumgehen und dann hier auf der Ebene hier oben ja nochmal eine Wand rumziehen. Oder zum Teil zumindest. Und dann machen wir hier hinten dann eben, das verbinden wir dann hier, dass hier dann eben die Sache dann hier, wie hier dann auch irgendwie ebenerdig dann mit dem Design abschließt. Und dann gucken wir mal. Und dann haben wir eigentlich noch Erde und dann... Was brauchen wir denn noch alles? Also Setzlinge brauchen wir jetzt mal erstmal keine mehr. Ich behalte sie mal trotzdem noch dabei. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Erde. Und das sollte eigentlich reichen. Nom, 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 nom. Ah. Und dann geht's wieder hin zum Wald. Deliziös. Naja, geht so. Eine Trillion Jahre Mindtest. Herzlichen Glückwunsch. Wald, 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 Wald. Hier kommt man auf jeden Fall gut hin. Und wir müssen ja auch noch mindestens einen Weg, der irgendwie durch diesen Wald durchschlängelt. Wir hatten doch irgendwo auch noch so eine... Guck mal, da hatten wir, glaube ich, eine Lichtung gehabt. Ne? Irgendwo hatten wir auch noch eine Lichtung gehabt, so eine kleine. War das hier? Ich glaube, das war hier, ne? Da kann man so einen kleinen Minisee irgendwie vielleicht anlegen.
Das machen wir hier, der wächst auch nicht mehr. Obwohl, nee, doch, den hatte ich gerade gepflanzt, in der Hoffnung, dass er noch wächst, ne? So war das. So. So. Ach, jetzt hätte ich eigentlich noch ein paar Mauern machen können. Guck mal hier, wir ziehen das hier mal so ein bisschen nach hinten rum. So. Ja, ich denke mal so. Ja, gut, das ist jetzt natürlich eingemauert, das ist aber nicht schlimm, das soll uns nicht weiter stören, das ist schon okay so. Ja. So. So. Ich glaube, hier muss noch ein bisschen länger. Ups. Oh, hier noch ein bisschen länger das Ganze. So. Oh, hier auch noch einen hin. Hier noch was hin. So und so und so. Und so, und hier ziehen wir auch noch einen länger. Und ich glaube, dann ist das hier hinten, was so die Umrandung angeht, eigentlich relativ gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir uns ein bisschen Dinge besorgen. Und ich überlege gerade, ob wir vielleicht hier diese Fläche, die innerhalb der Mauer ist, dann mit Kies auslegen. Na, hier haben wir ja Stein irgendwie gemacht, und dass wir den Rest eben so mit Kies machen und einen Steinweg dann zum Ausgang von dieser Mauer. Muss ja alles nicht so riesig sein, ne? Also von daher. Und dann wächst hier nämlich auch nichts, und dann kann man außenrum, ist dann halt Wald und alles wild und hast du nicht gesehen und alles ganz großartig. Und innerhalb der Umrandung ist halt alles schön gerade und glatt und ordentlich und schön Kiesboden und ein Steinweg und hast du nicht und hier und da und vorne und hinten. Und oben und unten und links und rechts und vorne und hinten und vorne und hinten hatte ich schon, ne? Und schräg und diagonal und einmal quer durch. So, nee, ein tiefer. Guck mal hier in der Kiste. Da haben wir noch Stein. Sehr gut. Da hinten, das, ah, guck mal, da mit Balkon dran. Mit Balkon dran, Junge, mit Balkon dran. Die 100, die irritiert mich. Ich weiß auch nicht, wo sie herkommt. Keine Ahnung. Hm. Wer weiß, wer weiß. Ja, also. Wer auch immer sich diese 100 da mal ausgedacht hat. Komisch. Ich verstehe es nicht. Die sieht aber anders aus als die 100 letztes Mal, ne? Die 100 letztes Mal, die war eckiger und die ist so ein bisschen abgerundeter. Naja, wer weiß. Irgendeinen Grund wird er schon haben, dass da diese 100 steht. Eine Million, Million, Million Jahre, mein Test. Keine Ahnung. So. Ich glaube, hier ist tatsächlich so ein bisschen guck mal hier, die Baumgrenze ist schon gewachsen, ne? Es wächst so ein bisschen wie Kraut und Rüben. Aber hier muss auf jeden Fall noch einer hin, sonst werde ich nicht glücklich. Hier auch, und da auch schon, Junge. Wird langsam. So. Jetzt müssen wir mal überlegen. Guck mal hier, das wächst auch langsam. 10.000 Jahre, mein Test. Herzlichen Glückwunsch. So, dann bringen wir nämlich hier die Erde wieder weg. Die brauchen wir nämlich dann doch nicht mehr. Da haben wir ein bisschen viel vielleicht auch mitgenommen. Da können wir die Setzlinge... lasse ich auch hier. Die weiße Farbe lasse ich auch hier. Obwohl, die ist ja eigentlich nicht Ökokram, ne? Tun es mal da unten hin. Die Blumensamen kommen auch erstmal hier hin. Dann brauchen wir die Kies, beziehungsweise Cobblestone und einen Hammer. Ich glaube, wir machen Cobblestone und einen Hammer. Das ist, glaube ich, einfacher, als jetzt erstmal Kies zu organisieren. Ja, können wir unsere Hammersammlung mal mitnehmen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir tatsächlich da hämmern wollen. Und dann müssen wir mitnehmen, wir nehmen, glaube ich, die ganz normalen Steine mit. Machen da dann unsere Mauern draus. So. 4, 1, 2, 3, 4. 20 wird nicht reichen.
Die nehmen wir auch nochmal mit. Da machen wir uns dann wieder Steine draus. Und dann gucken wir mal. So, wir können ja aus Tradition mal unseren Teleporter benutzen. So, es geht schneller. So, also das hier bleibt auf jeden Fall so Kiesweg-mäßig. Soll ja dann auch hier irgendwie so Kiesweg rausgehen. Und dann kann man hier durch den Wald sich irgendwie durchschlängeln. Hier vielleicht sogar irgendwie um den rum. Oder hier so schräg rein, dass man hier dann so drin ist. Und dann hier nämlich irgendwo zur Lichtung. Und dann kann man hier so rumgehen. Und also der Wald wird ein reiner Showwald. Ne? Also ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. So. Mal gucken, wie wir den Weg dann machen. So, erstmal müssen wir jetzt abstecken, wie groß wir eigentlich diese Umrandung haben wollen. Ich würde die schon quadratisch irgendwie einmal um den Turm drumherum machen. Ja, halt entsprechend dieses hier, diese innere Umrandung für den Eingang, die bleibt so, wie sie ist. Und dann machen wir nämlich hier. Dann, dann, dann. Dann, dann. Oder man kommt halt seitlich auf den Turm dann drauf zu, dass man hier irgendwie hochkommt. Upsa. Wäre natürlich auch eine Idee, ne? Dann ist auch diese Form so ein bisschen egal. Dass man dann hier den Eingang macht. Oder hier. Also er sollte auf jeden Fall eins breit bleiben, ne? Das ist jetzt einfach nur hier so ein bisschen Erde weggemacht. So. Da, da, da. So. Dann geht der nämlich an der Wand längs. Dann kommen wir nämlich hier. So von Baum zu Baum oder sowas, ne? Genau, dann geht der nämlich hier zu. Oh, das wäre vielleicht sogar ein bisschen eng. Also er müsste... Der müsste eins näher dran sein. Das würde dann hier aber halt so ein bisschen komisch aussehen, ne? Weil das ja hier dann so... Diese Ecke hier wäre dann halt der Ausgang. Wir machen den erstmal zu. Wir gucken dann gleich mal, wo wir den Ausgang hin machen. Und dann kann man nämlich hier ein Stückchen weiter rausgehen. Dann sind wir eins weiter raus und das reicht eigentlich tatsächlich. Weil wir dann nämlich hier einen Abstand haben. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier einmal eben uns ein paar Steine neu machen. Und dann machen wir nämlich hier schön einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 Segmente reichen vielleicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Hier vielleicht so irgendwie. Na, wir gucken mal. Auf jeden Fall gehen wir hier jetzt erstmal rum. So. Und dann würde ich tatsächlich relativ nah dranbleiben. Vielleicht irgendwie hier zwei, hier ein oder sowas. Machen wir hier erstmal zwei. Machen wir hier wieder ein oder was? Und dann, nee, wenn wir hier dann rüber gehen irgendwie, ne? Ich meine, es soll ja hier drin sowieso alles Kies sein. Das heißt, wir müssen hier die Erde rausmachen. Und es passt mir ganz gut, weil ich gerade mal ein bisschen Erde brauche. So. Aha, aha. Wollen wir nämlich hier eins weiter rausgehen. Uppala! Komm hier! Zack, 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 zack. Zack. So. Kann man nämlich hier ein weiter rausgehen. So, dann machen wir nämlich hier schön zu. Ja, guck mal, dann hat 50 doch gereicht. Das ist auch wunderbar. Also dieser ganze Innenbereich wird eben aus Kies. Man kann hier hinten einmal schön rumgehen, hat dann hier so einen zweibreiten Ausblick auf den Wald.
Und dann kann man nämlich hier tatsächlich noch irgendwie eine Ebene höher gehen, ne? Ach, da ist ein Baum gewachsen, sehr schön. Okay, die wachsen hier relativ nah dran, das heißt, das wird dann noch relativ zu, weil ich würde hier nämlich gerne den Lichtraum hier drüber, das würde ich alles so ein bisschen freilassen, dass der Turm mit der Umrandung hier irgendwie hier zwei breit, ah, hier müssen wir eigentlich auch zwei, wir müssen eigentlich überall zwei breit machen, oder? Dann müssen wir hier eins, boah, müssen wir hier zwei kürzer, dass wir noch weit breiter rauskommen, ne? Das wird dann hier. Oh, das wären dann hier aber auch zwei. Das machen wir. Merken wir uns. Ne? Da können wir gleich einen hinsetzen. Das ist dann hier nämlich auch zwei. Ja, und dann haben wir nämlich hier und dann können wir nämlich dann mal tatsächlich gucken, wo wir den Ausgang machen. Da kommen wir nämlich hier aber noch einen raus. Das ist ganz gut. So. Das Ding ist tatsächlich immer kleiner geworden. So. Zack. Dann machen wir nämlich von außen hier wieder so, dann machen wir hier wieder so. Und dann kann man nämlich hier den auch noch wegmachen und dann haben wir nämlich überall zwei Abstand zum Turm, beziehungsweise zu diesem Eingangsbereich von dem Turm. So. Top, 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 top. Oh, und dann kann man hier vielleicht noch so einen Ausgang irgendwie dann... Oder hier hinten, ne? Hier hinten vielleicht, ne? Irgendwo kann man bestimmt noch einen Ausgang machen. So, dann überlege ich gerade, ob das Kies... So, der Kiesbereich hier dann schon... Dann würde halt außen sein. Und so würde halt innen noch so eine Umrandung sein. Na, wir holen es erstmal weg. Also wir müssen sowieso diesen inneren Bereich hier ausbauen. Also von daher machen wir den erstmal so. Und ich würde tatsächlich dazu tendieren, dass wir den Kies unter die Mauer führen. Das, dann steht der halt außen über, aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Wir können ja den dann vielleicht sogar außen irgendwie noch so ein bisschen auslaufen lassen und dann haben wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Kies außenrum und dann fällt das nicht so auf. Ich glaube, das ist okay. Weißt du, dass man hier irgendwie sagt, hier ist noch so ein bisschen Kies und hier steht noch so ein bisschen Kies über und ja, gucken wir mal. Erstmal holen wir hier alles weg. So, dann holen wir hier einmal wieder zumachen und dann müssen wir hier vorne, ist glaube ich auch noch irgendwas aufgegangen gerade hier, ne? Guck mal, hier ist nämlich auch noch. Holen wir hier nämlich mal ein bisschen. Gucken wir doch mal, was hier los ist. Zack, 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 zack. So. Ey, komm. Willst du mich veräppeln oder was? So. So, Junge. Und schon fällt das gar nicht auf, dass hier irgendwas war. Okay. Dann wird der Cobblestone 200. Naja, wir gucken mal. Ja. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Und dann nochmal Kies, 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 Kies. Jo, okay. Ja. Zack, 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 zack. Zack. Dab, 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 dab. Na, das war einmal zu viel. Da haben wir jetzt schön Sand gemacht. Und dann alles abgerissen hier, alles kaputt. So. Und von außen wäre es dann halt so. Dann kann man vielleicht eine Umrandung Kies vielleicht sogar noch irgendwie extra machen. Wäre halt hier dann mit diesem Baum schwierig, dass man hier vielleicht einmal rumgeht oder so. Und dann gucken wir mal. Wir müssen eh irgendwo einen Eingang haben, da ist dann eh nochmal ein bisschen Kies. Und ich glaube, den Eingang machen wir doch hier tatsächlich. Ne? Dass man hier so ein bisschen so Kies-eingangsmäßig dann so ein, ja, so ein bisschen extra Kies noch hat. Dann machen wir den vielleicht so sogar. Oder machen wir den so seitlich hier dran? Naja gut, das wäre natürlich irgendwie ein bisschen blöd, aber dass wir den...
so ein bisschen versetzt haben, dass er nicht direkt davor ist. Dass man halt so seitlich auf dieses Grundstück kommt und dass man dann hier eben nochmal separat so diesen Eingang hat. Gucken wir mal. Weil dann sparen wir uns nämlich hier diesen Steinweg irgendwie längs laufen zu lassen und haben dann hier eben den Eingang und dann ist hier noch so ein bisschen extra Kies davor. Können wir eigentlich gleich mal irgendwie... So. Ist das symmetrisch? Ja, das ist symmetrisch. Ist... Na komm, jetzt zweimal hier das hier weg, genau, das hier auch noch weg, genau, hier nämlich so ein bisschen... Dass der auch wie dieser andere Weg so ein bisschen einfach ausläuft und dann geht er nämlich hier... Ja, guck mal, der geht sogar relativ gerade irgendwie hier längs. Aber wir wollen ja eh mehrere Wege machen, also von daher. Und hier verdichtet sich das dann und hier hat man dann quasi so ein bisschen den Beginn von diesem Weg halt einfach. Machen wir den hier auch noch weg. Und hier ist dann halt so ein Anführungszeichen, so ein Vorplatz. Ich weiß, ihr seht gerade gar nichts. Ich habe auch schwer zu gucken. Aber es wird gleich besser. Es kann nur besser werden, Junge. Na, einmal zu viel. Da ist der erste Hammer hinüber, aber wir haben ja noch ein paar. So. Das ist auch wieder so symmetrisch, ne? Hier noch weg. Hier noch weg. Und hier geht halt der Weg dann eben weiterhin. Ja, wer grunzt mir denn hier die ganze Zeit ins Ohr? So. 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 Doch. Es ist halt richtig so ein kleiner Platz hier vorne. Oh, das ist wieder ein zu viel. Hier vielleicht sogar. So ist doch fein. So ist doch allerfeinst. Zack und zack. Und zack. Und zack. Dann haben wir nämlich hier so einen kleinen Vorplatz. Da ist nichts, aber da könnte halt eben theoretisch was sein. Und dann, oder vielleicht war mal was. Oder hier war mal der Eingang und irgendwann ist er dann hier verschoben worden. Nee, das bleibt so. Und dann kann man halt hier sich so ein bisschen weiter durchschlängeln. Ach, da bist du. So, so. Hier müsste ein Slab rein, dass das runtergeht. Und dann... Danke. Und... So. So. Hier geht ein Slab rein, dann geht das nämlich hier weiter, der Weg. Und dann haben wir hier den... Dann macht er hier vielleicht so einen kleinen Knick und dann... Nee, der macht da keinen Knick. Der Weg macht da keinen Knick, der ist da nur so. Dann geht der Weg hier weiter und dann geht der hier neben dem Baum vielleicht, dass der hier dann runter geht. Dann geht er... Hier macht er den Knick. Hier macht er einen Knick. Und dann geht er hier und dann geht er hier runter. So, dann... Da kommt Kies rein. Da kommt Kies, Kies, Kies. Zack, zack, zack. Und gleich noch Slabs machen. So. So, und dann führt, kommt der hier irgendwie zusammen mit dem... So. Hopsa. Ah, ja, alles weggehauen hier. So, und so. Und so. Und so, und so. Oh Gott, sagen, habe ich keinen Cobblestone mehr? So, und so. Nämlich hier zack, und zack, und zack, und zack, und zack. Und hier ist dann eben der Eingang. Dann haben wir nämlich hier schon mal so ein bisschen den Trampelpfad. Hier gucken wir gleich, dass wir noch entsprechende Slabs reinlegen, dass man hier auch ohne Springen raufkommt. Und hier kommst du dann halt eben auf den kleinen Vorplatz. Das läuft doch ganz gut, würde ich sagen. Das läuft doch ganz gut.
Und der andere Weg, ja, guck mal, der andere Weg, der ist so ein bisschen mehr verbunden und der löst sich dann hier auch so ein bisschen auf, ne? Ja, und der wird dann nach hier hinten immer weniger. Und hier ist dann auch so ein bisschen Zaun nochmal links und rechts, da können wir nochmal gucken. Dann ist halt hier in dieser Schlucht ist der Weg ja zu Ende und hier ist halt ein Zaun, okay. Und er ist ein bisschen dichter, da gucken wir, ob wir den anderen vielleicht auch nochmal ein bisschen verdichten gerade. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Kommt man da nur? Hier kommt man hoch. Hier. Nee, das bleibt so. Das kommt so. Da kommt noch hin. Hier kommt noch hin. Und hier kommt noch hin. Gut, dann haben wir den Weg auf jeden Fall schon mal soweit fertig. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einmal Kies-Slabs. Gucken wir mal. Einmal, zweimal. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr, ne? Dann machen wir noch mal ein paar. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Fünf Stück könnte reichen. Schauen wir mal. Hier haben wir das doch auch so, oder haben wir das hier einfach gekonnt übersprungen und einfach gar nichts gemacht? Guck mal, hier haben wir gar nichts gemacht. Ist auch eine Variante. Nee, wir machen das mal hier schön, den Weg zum Turm. Schön mit Kies-Slabs irgendwie ausgelegt, dass man da auch hochhüpfen kann, einfach oder hochlaufen kann. Ja, zack. Zack. Und zack. So. So, der hängt man immer noch fest, ne? Wo hängt man denn? Hier hängt man. Da hängt man fest. So. Jetzt hängt hier keiner mehr fest. Allerliebst. Allerliebst. Hier ist doch wunderbar. So ist doch richtig. Jetzt haben wir sogar noch welche über. Das heißt, wir können diesen anderen Weg uns auch noch mal eben kurz angucken. Und da vielleicht auch sogar nochmal irgendwie Slabs hinlegen, dass man runterkommt. So. So. Ja gut, hier müsste natürlich auch noch, aber das ist schon okay so. So, dann brauchen wir wieder nach Hause. Kann man nämlich mal eben gucken, dass wir das Ganze einmal wieder wegtun und das, ja, jetzt haben wir natürlich irgendwie die brauchen wir, na doch, wir nehmen sie, wir behalten sie mal. Cobblestone brauchen wir noch, wir brauchen wahrscheinlich sogar noch mal ein bisschen mehr, ich nehme auch noch mal zwei Stacks mit. Wir brauchen hiervon, aber nicht zu viele. Und dann gehen wir mal eben gucken. Dann haben wir den Weg nämlich dann auch gleich fertig. Ja. Ja, und der andere Weg, der würde sich dann hier wahrscheinlich irgendwie hier abzweigen und dann hier hinten irgendwie in den Wald immer tiefer reingehen und dann hier irgendwo hoch und dann hier irgendwo wieder runter und irgendwo ist doch hier auch dann... Nein, müssen wir gucken. Da müssen wir schauen. Aber erstmal müssen wir so diesen Weg so ein bisschen einzäunen.
Das bedeutet, hier machen wir ein bisschen Zaun hin. Und hier machen wir Zaun hin. So, können wir hier alle auch so ein bisschen Zaun hin machen. So. So, dann machen wir nämlich hier ein bisschen mehr Zaun hin, dass eben hier so klar ist, dass hier mal was war, so ein bisschen absperrungsmäßig. Ja gut, hier ist halt offen. Kann er hier so ein bisschen Zaun noch an den Rand machen. So. Dann hat man es hier so ein kleines bisschen abgezäunt. Ah, das sieht komisch aus. Das sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Das heißt, wir nehmen den hier mal weg. So. Obwohl, so geht. So geht. So. Dann machen wir das nämlich hier. Ja gut, der connectet sich hier ja eh nicht. So. Nee. So, wir lassen das mal so. Oh, wie gesagt, also das ist tatsächlich so ein kleiner Vorplatz in Anführungszeichen. Vielleicht sollten wir den einfach ein bisschen enger machen. Ups. Obwohl, der hätte bleiben können. Wahrscheinlich. So. 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 So, 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 so wird das. So, ho, 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 ho. So ist, so ist, so. Guck mal hier, so. So ist schön. Hier ist nämlich schön Absperrung dann. Hier ist schön Absperrung. Und dann kommt man dann hier eben auf diesen Bereich, wenn man hier dann längs läuft. Ja gut, hier ist ein bisschen Absperrung. Hier ist so ein Geheimgang. Hier kann man auch noch Absperrung vormachen. So. So, hier ist so ein bisschen, hier ist so ein bisschen. Oh, was man hier natürlich machen könnte, irgendwie, dass man hier noch so einen Fluss längs laufen lässt und hier nur so eine kleine Mini-Brücke hat, wo man rüber gehen kann. Aber da kann man hinten an der Lichtung immer noch machen. So. Allerliebst. Allerliebst. Und jetzt machen wir hier nämlich einmal eben entsprechend zu. So. Und dann machen wir hier nämlich schön unseren Kiesplatz hin. Upsa. Aua. So. Zu. Und zu. Ah, mal gut, dass ich noch Cobblestone mitgenommen habe. Das wird eh nicht reichen. Obwohl, doch, ja, doch, doch, doch. Ups. So viel ist ja hier, glaube ich, nicht mehr. Nee, guck mal hier, das hätte doch noch gereicht. Alles gut. So. Der Hammer wird aber nicht mehr reichen. Das heißt, wir müssen gleich den nächsten Hammer dann auch noch holen. Der hält aber ein bisschen länger, so aus Stahl. Der ist ein bisschen robuster. Hält entsprechend mehr aus. So. Zack. Zack. Oh, guck mal hier, das wird richtig schön zuwachsen alles hier. So. Ach. So und so und so und so und so und so. Und nur hier einmal ausbessern. Zack. So, und schon haben wir hier schönen Kiesplatz. Ja gut, hier ist halt eben der Bereich. Das hier müsste man natürlich dann durch Cobblestone ersetzen, das ist klar. Upsala. Das können wir auch durch Cobblestone ersetzen. Ja. Und wo wir hier gerade dabei sind, nehmen wir den hier auch noch mit. So. Zack, zack, zack. Ja, hier läuft ja dann der Strom runter und hier ist dann eben so, und dann hat man hier dann einen kleinen Platz. Und dann kann man nämlich hier nochmal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen anders oder besser ausleuchten. Das bedeutet, wir brauchen einmal Fackeln, die wir nicht haben. Und dann machen wir dann hier vielleicht irgendwie auf die Enden machen wir dann hier eben entsprechend ja Fackeln drauf, dass das so ein bisschen beleuchtet wird. Oder wir machen hier an die Ecken jeweils Fackeln. Und nicht hier vorne hin, sondern
Ah, ich glaube, das da vorne, das ist schon hell genug. Aber dann machen wir nämlich hier schön so eckenmäßig hier und hier eine Fackel hin. Dann hat man nämlich hier auch gleich so ein bisschen ausgeleuchtet. Und das machen wir dann einmal rum und dann ist der Turm dann beleuchtet. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. Der ist ja von sich aus eh schon so ein bisschen beleuchtet hier von innen. Das strahlt ja so ein bisschen durch. Aber dann haben wir den auf jeden Fall einmal hier diesen Vorplatz beleuchtet, erhellt, wie auch immer. Und ja, hier müssen wir mal gucken. Ich glaube, der andere Weg, der war auch noch nicht beleuchtet, ne? Kann er eben mal schauen. Doch, der andere Weg ist schon beleuchtet. Der hat hier schon Fackeln an einigen Stellen. Dann machen wir das mit dem Weg auch. Und bei der Gelegenheit können wir gleich ein paar Fackeln machen. Guck mal, wir haben sogar noch welche. Ne? Fackeln gemacht. So, das heißt, wir stellen mal hier, vielleicht ist sehr nah dran, aber wir stellen mal hier mal eine Fackel hin. Und dann stellen wir hier eine Fackel hin. Und dann stellen wir hier hinter auch noch eine Fackel, hinter die Bäume jeweils. So, dann passt das. Und dann machen wir hier überall, dass das schön hell wird. Zack, 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 zack. Oder halt hier so drauf, aber ich finde, das sieht so ein bisschen merkwürdig aus. Wir lassen die weg. Das geht so schon. So, und hier außenrum, ja, wie gesagt, Kies ja, steht halt hier über. Das ist halt so, weil es halt keine Nodes gibt, die so zweigeteilt sind. Wäre aber auch mal eine geile Idee für eine Mod, oder? Dass man so halb und halb Nodes macht. Wäre ja also Texturgeschissel letztendlich, aber machbar ist es auf jeden Fall. Ist halt nur mit dem Sound halt eben, dass der dann nicht so ist. Hm. Oder kann man das erkennen, wenn einer auf der Hälfte von dem Node steht oder auf der anderen Hälfte, dass der jeweilige Sound... Wir finden schon unseren Weg. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal hier schön den Weg. Und dann haben wir hier nämlich hier endlich mal den Weg zum Turm schon fertig. Das ist schon mal ganz gut. So. Muss mal gucken, dass wir uns hier irgendwie durchschlängeln dann um... Hallo? Du willst aber auch hier, ne? Kriegst du auf die Fresse, Junge. Auf die Fresse kriegst du. Bam! Was? ja. So, dann haben wir das, dann haben wir das. Und dann können wir hier endlich wieder an die Baumfarm. Nee. Es reicht auch irgendwann mit den Baumfarmen-Folgen, oder? Wir haben ja den Kram hier soweit fertig gemacht. Das muss ja nur noch verkabelt werden. Von innen kommen halt die ganzen Kabel, sag ich, die ganzen, ganzen Röhren dran. Und dann passt das dann schon. Ja, dann haben wir diese Aufnahmesession doch erfolgreich beendet, würde ich sagen. Ja, wir haben den Wald ein bisschen schöner gemacht. Wir haben einen Balkon gebaut. Ja, wir haben 1 Million Jahre Mindtest. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Guck mal hier, das sieht doch von oben. Da muss man gucken, ob man hier vielleicht noch irgendwie Bäume hinpflanzt, dass die direkt dran sind und eben nicht, aber eben nicht reinwachsen, sondern einfach nur dran wachsen. Da zum Beispiel. Na gut, dann sind hier eh noch rum. Also von daher alles gut. Und dann haben wir hier den Wald schon mal schön verlängert. Haben in einer Folge mehr geschafft als in 10 Aufnahmesessions davor. So, der ist auf jeden Fall hier bis zu dieser Baumgrenze am Rand gewachsen. Überall, das ist schon mal ganz schön. Können ja mal gucken, dass wir da hinten nochmal auf unser anderes Hausdach gehen. Aber hier der Wald von oben, der ist auf jeden Fall schön dicht. Kann man schön längs laufen hier oben. Eigentlich ja nicht, aber hey, guck mal, hier ist unser kleiner Hügel, wo nichts drauf gewachsen ist. Hier ist auch, guck mal, hier ist auch schön dicht schon, ne? Meine Güte, es funktioniert ja gut. Wir können ja mal hier unten gucken. Genauso habe ich mir das nämlich gedacht. Und dann kann man nämlich hier schön mit den Mauern, kann man dann ähnlich wie mit den Zäunen, ja, der wird eh nicht mehr wachsen, ähnlich wie mit den Zäunen einfach so ein bisschen angedeutete Abgrenzung reinbauen. Ja, also, dass man hier halt irgendwie ankommt. So, dass man hier dann durchkommt und dass man dann hier hinten dann eben, ja hier längs oder eben zur Baumfarm gehen kann.
Und dass aber trotzdem so eine ganz leichte Abgrenzung eben da ist. Und hier würde ich vielleicht sogar irgendwie Kies mal lassen oder so. Oder den. Na, das Gras einfach so ein bisschen lassen. Jetzt könnte es hier nochmal länger ziehen. Naja, gut. Hat nicht wirklich was gebracht, aber hey. Ja, das müsste wahrscheinlich bis hier irgendwie und dann geht es halt hier eben da links und da hinten geht es dann in die andere Richtung. Alles sehr gerade hier, aber gut, das ist dann so. Guck mal, und hier ist halt dieser Bereich, ne, wo dann hier, das kann man vielleicht sogar noch länger ziehen, irgendwie mit zwei, drei weiteren, dass das hier eben, also zumindest hier, naja, hier ist halt schwierig, aber dass man hier dann eben das entsprechend länger macht. Hier muss noch dieser kleine Schuppen hin. Dann nehmen wir dann auch mal diesen dünnen Plättchen irgendwie aus Holz und dann ziehen wir das eben hier als Schuppen hin und in dem Schuppen ist ja nichts, ne? Das ist ja einfach nur, dass eben dieser ganze Technikkram versteckt ist. Dafür ist das ja eigentlich da. Ja, und dann haben wir das. Und dann haben wir hier die Baumform. Da können wir eigentlich hier oben nochmal hingehen, weil die ist halt echt gut geworden. Guck mal, und hier machen wir eben mal kurz die Sitzlänge hin, dann sind die auch weg. So. Die Baumform ist super. Die ist super geworden. Und sie funktioniert genauso. Sie könnte wahrscheinlich sogar noch irgendwie eins tiefer sein, weil da ist ja hier irgendwie 3 hoch. Aber so ist schon okay. Man kommt überall dran und man kann alles schön wegholen und ja, also es müsste einen halben Not weiter runter, aber das geht natürlich nicht. So. Hier ist halt noch Freifläche. So ein bisschen Freifläche kann man ja auch lassen. Guck mal, hier der Weg, der muss hier noch geführt werden, der muss hier die Brücke noch kriegen, dann muss er hier weitergehen und dann geht er hinten rum, dann hat er hinten noch eine Brücke. Haben wir das eigentlich schon mal geguckt? Na, dass er hier vielleicht irgendwo so eine schräge Brücke bekommt und dann geht er hier halt eben entsprechend weiter und da kriegt er auch eine Brücke und dann geht er da zurück und dann kriegt er da hinten irgendwo noch eine Brücke und dann kommt er da hinten irgendwo bei den Feldern wieder an. Und dann ist er halt einmal irgendwie, bei den Feldern geht es dann nur, und dann kann man hier wieder rum und dann kann man hier einmal rumlaufen und hier der Weg hier oben, der dann hinten zu dem Haus führt, der muss natürlich auch noch irgendwie gemacht werden. Also hier der Weg, der ist dann auch erstmal eben normaler Weg, also 2 Kies breit und mit Cobblestone links und rechts und dann geht er hier zum Wald und in den Wald hinein löst er sich dann so ein bisschen auf der Weg und dann schlängelt er sich hier so durch. Der wächst nicht mehr, der wächst nicht mehr, der wächst nicht mehr. Der wächst nicht mehr, der wächst nicht mehr, der wächst nicht mehr. Schlängelt sich hier dann so durch. Guck mal, hier ist eine kleine Lichtung. Und dann kommt er dann hier halt raus. Ja, hier weiß ich noch nicht. Also entweder Gras lassen oder Kies hinlegen. Schauen wir mal. Ja, und hier geht es dann eben zu dem Turm hin und hier geht es dann eben zu der Lichtung hin. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, auf jeden Fall. Na, hier, der Teil, der ist ja schon fertig. Also da geht es dann hinten dann zu der Schlucht oder zu dem Kessel, wie auch immer. Oh, hier ist Sackgasse. Und hier wäre halt eben, ja, der andere Weg, ne? Ja. Oh, da steht so ein bisschen rein, aber das ist nicht schlimm. Können wir mal gucken, dass wir das hier vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen verdichten. Guck mal, hier können wir eigentlich noch einen hin tun. Und hier können wir noch einen hin tun und hier können wir noch. Nee. Hier können wir einen hin tun und hier können wir einen hin tun und hier. In der Hoffnung, dass die dann auch noch wachsen. Guck mal, da hinten, das wächst eh alles nicht mehr. Die wachsen alle nicht mehr. Die wachsen alle nicht mehr. Da. Das ist das, was ich meinte, ne? Also wir ballern einfach alles zu und das, was nicht wächst, das holen wir halt hinterher wieder weg. Oder es bleibt dann halt irgendwo dann da und wächst halt einfach nur nicht, dann ist das halt so. Aber dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal wieder ein paar Setzlinge, dann können wir hier gleich eben kurz einmal weitermachen. Ja. Hier noch einen hin, da noch einen hin. Komm, was soll's, hier noch einen hin, so, und hier auch noch einen hin. Und hier ist es mir auch noch zu offen. So, na, hier hin. Und hier auch noch. So ist doch schön. Das wird doch langsam. Ja, dahin. Und dahin, und dahin, und dahin. Ja, hier arbeiten wir dann auch mit Zaun oder mit
mit Mauer, dass wir dann hier auch so eine Abgrenzung haben, dass man hinten halt eben hochkommt. Aber dass man hier auch hochkommt und dann kommen wir nämlich hier... Ah gut, hier ist die Lücke. Hier ist auch noch relativ offen. Hm. Oh, das wächst auch nicht mehr. Aber hier wächst vielleicht noch was. Obwohl, nee, die wachsen wahrscheinlich. Der hier wird wahrscheinlich noch wachsen. Und wenn man den hier hinpflanzt, wird der wahrscheinlich auch noch wachsen. Ja, hier muss man mal gucken. Vielleicht machen wir hier auch nicht so eine ganz, ganz strenge Baumlinie, dass eben so einige Bäume da hinten, nach da hinten hin eben noch hier hochwachsen und die anderen halt eben nicht mehr. Guck mal hier. Ah, obwohl hier, da, so. Es ist ja ein Wald und der wächst natürlich nicht ganz streng nach Regeln, sondern der wächst halt so, wie es ihm passt. Das heißt, hier machen wir auch nochmal so ein bisschen hin, so. Oh, nicht zu nah an die Baumfarm dran, sonst haben wir wieder das Problem, dass der halt eben alles abholzt. Das will ich halt einfach nicht riskieren. So. Dann das und das. Und dann machen wir hier noch irgendwo einen Setzling hin. Und dann haben wir nämlich hier so. Dann haben wir das nämlich auch gut. Und dann gehen wir dann mal langsam Richtung Ausgang. So. Dann. Ah, hier, das Ding muss auch noch gebaut werden. Irgendwann mal. Das machen wir dann ein anderes Mal. Die eine Zwiebel da hinten. Warte, die können wir eben eigentlich noch wieder verlängern. Die ist, glaube ich, inzwischen gewachsen. Dann können wir nämlich unser Zwiebelfeld ein bisschen ausbreiten hier. Zack. Zack. Au, ja. Jetzt habe ich die gegessen, so ein Blödsinn. So. Hat jetzt ganz genau einen gebracht, aber immerhin. Ja, der Balkon, der geht. Der geht, das ist okay. Das kann man so machen. Da hier mit dem Tetris-Block-Design. Ja, kann man so anmieten. Und das, glaube ich, eh wieder Nacht wird. Guck mal, es wird eh wieder Nacht. Ja, dann war es das mit dieser Folge, mit dieser Aufnahmesession. Und, keine Ahnung. Keine Ahnung. Komisch. Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. 100. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was diese 100 bedeutet und es wird wieder Nacht. Wir können die Aufnahmesession beenden. Und 100. 100. Wow. ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Viel Spaß, viel Erfolg, glückliches Leben. Nein, alles gut. Also, nochmal im Ernst, 100 Folgen mein Test. Hätte ich nicht gedacht, vor 2 Jahren, ne? Also ungefähr in dem Dreh. Ich hatte ja eine Zeit lang eine Pause gemacht und habe dann wieder angefangen. Und naja, jetzt ist halt 100 Folgen seitdem... Kann man schon mal sagen, ja, wir haben ein bisschen was gemacht, also es ist ganz viel rumgelaufen, ist es ja immer, ne? Aber so ein kleines bisschen haben wir ja doch tatsächlich auch was gemacht, also hier hinten die Gebäude, das wird alles so langsam, das kleine Dorf kommt ja noch, hier oben die Dings kommt noch und dann der Weg drumherum, ich hatte das ja alles gerade schon gesagt, was wir noch machen wollen. Das Haus ist, ja gut, es ist nicht eingerichtet, aber es ist von außen, zumindest jetzt mit dem Balkon tatsächlich auch so halbwegs fertig, da steht noch eine Fackel, die müsste natürlich noch weg, aber ansonsten da oben noch eine Tür rein und dann ist es von außen okay. Ja, dann kann man nichts sagen. Den Stromkram, oh, da müssen wir auch nochmal wieder dran. Ich muss auch nochmal wieder so ein bisschen reinkommen. Ja, das ist ja doch immer so ein bisschen aber es geht schon. Ganze Materialien, da müssen wir mal schauen, was wir alles herstellen wollen und wir wollen ja hier oben auch noch Solarstrom irgendwie mit Batterien und so für den Kram da unten, dass das automatisch geht. Müssen wir mal gucken, also 100 Folgen haben wir jetzt, in weiteren 100 Folgen ist das dann vielleicht alles fertig, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, ist tatsächlich echt cool, also, hätte ich nicht gedacht, als ich vor
inzwischen wahrscheinlich 4 Jahren oder was angefangen habe, so ein bisschen intensiver Mindtest-Let's Plays zu machen. Mit eben der Pause da drin. Hätte ich nicht gedacht, dass wir irgendwann tatsächlich mal sagen, ey geil, wir haben 100 Folgen. Eigentlich haben wir irgendwie 120 oder 140 oder 150 Folgen inzwischen schon. Aber von dem Let's Play, was jetzt aktuell eben das aktuelle Let's Play ist, da sind es tatsächlich irgendwie 100 Folgen und schon ordentlich. Also ist ja eine Folge pro Woche, also 2 Jahre knapp läuft das Ganze jetzt schon und ich bin nach wie vor über jeden Abonnenten dankbar und über jeden Kommentar dankbar und freue mir ja jedes Mal irgendwie einen Keks. Und diese Folge hier, die habt ihr jetzt am Stück gesehen, so eine Stunde 30 Minuten so als kleine Special-Folge, dass wir mal so ein bisschen was machen und weil es ja 100. Folge ist, so ein bisschen Special-Folgen-mäßig. Ist, glaube ich, auch mal ganz okay. Also geil wäre natürlich, wenn die Folge jetzt tatsächlich 100 Minuten lang wäre, aber ich habe halt keinen Content mehr, den ich noch hätte für 10 Minuten jetzt zum Füllen. Nein, von daher alles gut. Diese Folge ist jetzt irgendwie eine kleine Special-Folge, wo ich dann auch nochmal sagen kann, vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr zuschaut, dass ihr ab und an ja auch mal kommentiert, dass ihr ganz gerne mal meine Videos liked, finde ich auch ganz cool. Alles cool, alles super. Ich werde auch weiterhin nicht sagen, bitte abonnieren und kommentieren und Glocke aktivieren. Entweder ihr macht das oder ihr macht das halt nicht. Und das macht ihr wahrscheinlich auch unabhängig davon, ob euch das jemand sagt oder nicht. Zumindest mache ich das halt so. Und letztendlich habe ich jetzt die ganze Nacht durchgequatscht und habe jetzt nur 2 Minuten gequatscht. Hey, geil, aber egal. Also, wie gesagt, 100 zur Folge. Yay! Und vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der definitiv 101. Folge wieder. Haut da rein. Tschö!